Die Eltern von Herzogin Kate intervenieren, um ihren Enkelkindern zu helfen, sind aber zutiefst erschüttert über die Krebsdiagnose. Ein königlicher Experte sagt, dass die Eltern von Herzogin Kate nach der Krebsmeldung eine Sicherheitsdecke um sie und die drei Kinder von Prinz William gelegt hätten. Die 42-jährige Prinzessin von Wales gab am Freitag bekannt, dass sie sich einer Chemotherapie unterzieht, nachdem Ärzte bei einer geplanten Bauchoperation Krebs entdeckt hatten, während sie sich privat mit ihren Gesundheitsproblemen beschäftigt. Kämpfen ihre Eltern Michael, 74, und Carol Middleton, 69, mit ihren Gesundheitsproblemen. Darunter Prinz George, 10, Prinzessin Charlotte, 8, und Prinz Ludwig. Das gibt ihr einen Sinn Sicherheit und Stabilität, wenn es um ihre Kinder geht. 5. Sie sind auch Großeltern von Pippas Kindern, Arthur, 5, Grace, 3 und Rose, 1. Sie hätten sich um sie versammelt, insbesondere ihre junge Familie, sagte der königliche Kommentator und Biograf Duncan Lacombe dem Mirror. Carol und Michael legen den kleinen Kindern im Grunde eine Sicherheitsdecke um sie zu schützen. In einer Zeit wie dieser ist es Kate sehr wichtig. Es ist wichtig, dass die Kinder sorgfältig betreut werden, fügte er hinzu. Lacombe fügte hinzu, dass sowohl Michael als auch Carol William als ihren Adoptivsohn betrachten. Herr Lacombe sagte, sowohl Michael als auch Carol seien sehr bestürzt über die Diagnose ihrer ältesten Tochter. Obwohl Middletons Eltern es vorziehen, Details über ihr Privatleben nicht preiszugeben, hat die Mutter der Prinzessin zuvor leidenschaftlich davon gesprochen, Großmutter zu sein und wird immer eine aktive Rolle übernehmen. Wenn es um ihre Enkelkinder geht, sagte er. Ich möchte Hügel hinunterrennen, auf Bäume klettern und auf dem Spielplatz durch Tunnel gehen, sagte sie 2021 zu Good Housekeeping. Ich mache das so lange ich kann. Ich koche mit ihnen, tanze mit ihnen, fahre Fahrrad mit ihnen. Carol und Michael können mehr Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen. Seit der Prinz und die Prinzessin von Wales letztes Jahr Windsor zu ihrem ständigen Zuhause gemacht haben. Das Paar lebt in Berkshire, England, nur 40 Autominuten von Windsor entfernt. Der Verkauf von Party Pieces, einem fast 40 Jahre alten Unternehmen für Partyzubehör, das 1987 von Middletons Mutter gegründet wurde, hat dem Paar mehr Zeit für ihre Enkelkinder verschafft. Unterdessen verließen Middleton und William am Wochenende Adelaide Cottage in Windsor per Hubschrauber und flogen mit ihren Kindern zu den Osterferien zum Sandringham-Anwesen Anmer Hall. Es ist unklar, ob Michael und Carol sich ihnen anschließen werden.